Willkommen zurück zu Soma. Beim letzten Mal haben wir Strom wiederhergestellt, weil irgendwie auf dem Weg nach Omikron ist irgendwie Strom ausgefallen und keine Ahnung was. Und naja, jedenfalls, das Terminal funktioniert wieder. Wir können jetzt hier wahrscheinlich wieder irgendwas durchlesen. Apropos durchlesen. Warum kriselt es wieder? Wenn ich hier auf das Terminal gehe. Oder ist das, was kriselt draußen? Ist es mit rausgespült worden? Oh, nee. Egal, Funk-Pufferspeicher. Von 16.01.2104. River, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine-level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Das macht Sinn. So, Omikron. Unter Quarantäne ist der Status. What? There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Ja, wir hatten ja oben so eine Notiz gesehen. Aber... Oh, warte, da ist noch ein Terminal an. Den sollte ich vielleicht auch mal angucken. Jetzt frage ich mich auch, was die Störgeräusche sind. Did you do that, Catherine? What? Ah. Never mind. Das Bild wackelt schon so, ne? Das ist super. Blackbox-Status. Diverse Personen sind alle offline. Passiert. System-Updates. Und hier, ne? Es kriselt wieder. Okay, 9.10.2098. Anmerkung, Update aktiviert. Blackboxes Failsafe CRTH4 Carthage implementiert. Vom Volchesk-Gedöns. 2099, 11. Juli. Benutzer Golaski. Anmerkung, Standard X4B Erweiterung Heimatsu. Golaski hat irgendwann später auch nochmal was gemacht. Anmerkung, Preiskalibrator für ACR, was auch immer. 2103, kurz vor der Krater, Kometenkatastrophe, so einigermaßen, so ein Jahr davor. Diagnosewerkzeug für Post-Impact-Notfallplan. Was ist das? Das hat hier, keine Ahnung, Temp-Validat. Keine Ahnung, das scheint hier irgendwie fehlerhaft zu sein. Und hier von Sovari. Anmerkung für Wiederinbetriebnahme des Krans, benötigtes Zeug. Jetzt liegt alles an Alan. Und 7.1.2104. Anmerkung, unnötiges Sicherheitsupdate für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Das finde ich super. Ja, unnötige Sicherheitsupdates, das macht sonst nur Windows. Und was ist das? UBVZRMSP. Ich glaube, das ist der Code. Warum habe ich das Gefühl, dass wir just lured into the back of a van? What are you talking about? Okay. Also wenn das nicht offensichtlich ist, dann weiß ich auch nicht. So, 99. 0. 9. Okay. Omikron-Quarantäne aufgehoben. Zugänglich. Omikron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Ach, als ob irgendwas will. Wir haben es einfach aufgeschlossen. Aber irgendwas kriselt hier selbst in den System herum. So, was können wir hier machen? Ach, das ist wahrscheinlich hier, um das wieder umzulenken, nicht wahr? Damit wir wieder rauskommen. Blub, 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 blub. So. Dann lass mich hier raus.
Komm schon. So. Er speichert. Schon mal eine schöne Sache. Bin ich ja eigentlich auch interessiert an... Oh, was haben wir denn da? Hallo? I'm fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? So, so, das war alles Stresky. Da fliegen jetzt Roboter rum, oder sind das Fische? Oder beides? Was ist jetzt eigentlich hier mit den Gerätschaften? Atlantischer Hering. Population 0. Sind die Roboter hier gefährlich? Warum kriselt das Bild? Hallo? Scheint nicht gefährlich zu sein. Schwarzfisch. Population 0. Westafrikanischer Lycia-Gedöns. Sind das Käfige für Fischhaltung? Oder? Die ganzen Fische scheinen ausgestorben zu sein. Frage ist, sind sie wirklich überall ausgestorben? Gibt es vielleicht noch ein überlebendes Fischchen? Oder nicht? Großaugen-Sandtigerhai. Auch tot. Oder nicht mehr vorhanden. Atlantischer Tarpon 0. Kobia Population 0. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel Chancen auf frische Fischstäbchen. Überhaupt nicht. Nee. Na gut, Versuch war es wert, irgendwie herauszufinden, ob es hier oder dort noch Fische gibt. Aber warum kriselt hier das Bild? Muss ja auch irgendwie Zusammenhang haben. Ich glaube nicht, dass es an diesen herumschwimmenden Robotern liegt. Die tun ja irgendwie nichts. So, aber gehen wir mal nach Omikron. So, wie komme ich da rein? Hallo? Hey, come on! Open up! What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ja, wurden die Leute einfach draußen gelassen. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt wesentlich weniger Roboter mit menschlichen Hintergrundgedanken, während wir uns hier immer weiter Omikron nähern. Sollte einem auch zu denken geben, oder? Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß nicht wo. Da hinten haben wir einen Shuttle-Tunnel, ja, keine Ahnung, wir sind irgendwo in Omikron. Fischpen, Gedöns, NX, Entrance. Entrance, da sind wir, glaube ich. Okay.
Gut, machen wir erstmal zu. Damit wir dann hier wiederum alles abpumpen lassen können. Damit wir dann hier Omikron tatsächlich betreten können. Was? Mechanische Fehlfunktion. Bitte anderen Eingang benutzen. Ach, am Arsch. Machen wir das hier extra auf und dann sowas. Anderen Eingang. Müssen wir jetzt durch den Shuttle-Eingang gehen oder was? Ja, wahrscheinlich. Na, wenn ich jetzt hier rumgehe, dann kommen wir jetzt hier in den tiefen, tiefen Abgrund. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, aber man könnte natürlich versuchen, da irgendwie runter zu klettern. Wenn da schon kleine Vorrichtungen gemacht worden sind, dann ist halt nur die Frage, warum müssen wir dann erst vorher den Strom anstellen und sowas? Oh. Also ich würde nicht hier rumklettern wollen. Wow. Aber ist schon cool, wie halt unter Wasser halt alles so ein bisschen langsamer herabfällt. Ja, klasse. Okay, gut. Klettern wir hier runter. Ich glaube, das Kriseln im Moment hängt nicht damit zusammen, dass wir mit irgendeinem Monster in Kontakt sind. Ich hoffe es. Sondern vielmehr halt, weil wir uns so nahe dem Abgrund nähern. Ich glaube, damit hängt das zusammen. Dass irgendwas da unten ist. Beziehungsweise die Auslöschung der Menschheit hat halt auch mit Kometeneinschlag zu tun. Und damit wiederum halt auch verbunden die diese komische Mutation und alles. Und die Frage ist, was ist, wenn hier unter was auch so ein Komet eingeschlagen ist? Was die einfach nur nicht wissen. Vielleicht auch mitten da unten drin oder sowas. Oder vielleicht ist irgendwas in der Ark, in der Arche drin. Irgendwas einprogrammiert worden oder ich weiß auch nicht was. Die sogenannte Soma. Wir wissen ja nicht, was genau hat es mit Soma auf sich. Okay. Ein Hoch auf das Wasser. Mit dem verringerten Fallschaden. So, komm, mach mal zu hier. Wo geht's denn jetzt zu? Geht das dann irgendwie zu? Es geht zu, okay. So, hoffe ich, dass das jetzt der richtige Eingang ist. Dann haben wir doch nicht den Shuttle-Eingang benutzt, sondern einen anderen Eingang. Den, der wahrscheinlich eigentlich für den Fahrstuhl gedacht ist oder sowas. Fall ist ja dann auch wiederum, was hat diesen Fahrstuhl so zerstört oder generell dieses Außengeländer und sowas. Let's find that suit and get out. Oh, shit. Ja, das ist ja einladend. Das ist nicht so ein Anzug, ne? Ach, super. Überall halt das Öl. Hier ist jemand geköpft worden. Hier auch. Können wir nicht mit denen kommunizieren, weil die Blackbox vielleicht im Kopf angesiedelt ist? Hängt das damit zusammen? Okay. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Taucherraumkonsole. Tauchraumkonsole. Ja, toll. Ah, toll. Ja. Das kann ja lustig werden. Oh, das sieht auch nach PC-Teilen. Mit sowas kenne ich mich vielleicht aus. Aber so wirklich hilfreich ist das jetzt auch nicht. Hier ist eine abgeschlossene Tür. Also hier können wir im Moment nicht wirklich viel machen.
hier sowieso nicht, während hier das schwarze Blut hier auf einen herunter rast. Was? Einfach mal random Bildirritation. Jetzt ist man natürlich völlig verwirrt. Ah, na gut. Ich würde sagen, bevor wir dann hier hochgehen, mache ich natürlich eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Soma. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.